Ja, hallo, hier ist wieder euer Olli Schmidt von Schmidt Maschinentechnik. Heute will ich euch mal was über mein Erstlingsbagger-Anbauwerk erzählen, den Baggerdammer. Den gibt es jetzt schon seit 10 Jahren auf dem Markt und ich kann mit Stolz behaupten, dass wir in den 10 Jahren noch nicht eine Reklamation haben. Das liegt vielleicht auch daran, dass der Baggerdammer aus einem sehr stabilen Blech gebaut ist. Also das ist jetzt keine ordinäre Schuttmulde, würde ich mal sagen, wie der Bayer sagt, sondern ein sehr stabiles Gerät, das dafür gedacht ist, an den Bagger, ans Schild angehängt zu werden. Die Baggerschilde haben ja eine unheimliche Kraft, hauptsächlich nach unten, aber auch nach oben. Das heißt, ich kann an einem 2,5 Tonnen Bagger, der richtige Marke allerdings, ich will jetzt keinen Namen nennen, so einen Baggerdammer 500 voll beladen anhängen. Das 500 steht für 500 Liter, sprich einen halben Kubikmeter. Also auch einen halben Kubikmeter Schotter, also 0,32, schafft ein 2,5 Tonnen Bagger. Wir bauen diesen Baggerdammer in 3 Größen, wobei auch Sonderbauten möglich sind, was wir allerdings nur sehr selten machen, weil das halt sehr teuer ist mit einer Einzelteilanfertigung. Wird aber auch hier und da mal gewünscht und dann machen wir das auch. Zum Beispiel, um an Bagger anzuhängen, am Mobilbagger, um die Werkzeuge mitzunehmen. Dann werden gerne breitere Baggerdammer genommen, um auch alles reinzukriegen. Der Baggerdammer 500, Baggerdammer 1000, der ist dann für Bagger ab 3 Tonnen bis 6 Tonnen. Das überschneidet sich immer so ein bisschen, kommt auch aufs Baggermodell drauf an. Und dann brauchen wir noch serienmäßig den Baggerdammer 1500 mit 1,5 Kubikmeter Inhalt. Das ist dann also schon richtig, was für Bagger bis 10 Tonnen. Wofür ist der Baggerdammer eigentlich da? Wofür ist der gemacht? Der Baggerdammer ersetzt zum großen Teil Kettendammer, die selbstständig fahren, oder auch Radlader im gewissen Sinne. Ich kann den Baggerdammer an das Schild anhängen. Dafür haben wir hier diese Haken. Stabile Ausführung. Je größer der Baggerdammer wird, umso stabiler werden die natürlich auch. Den kann ich hier mit diesen Lochbildern, kann ich den Haken in verschiedene Positionen ganz nach Bedarf, je nach Form des Schildes einstellen. Dann fahre ich also mit dem Schild drunter, hebe den Baggerdammer an. Das kann man auch auf einigen Filmen sehen, die wir schon auf YouTube veröffentlicht haben. Hab den Baggerdammer dann fest vorne dran hängen. Er hängt also unverrückbar da dran. Dann löffel ich mir mein Material in den Baggerdammer rein, vom LKW runter, egal wie, löffel mir das da rein, fahre an Ort und Stelle und habe jetzt den Vorteil, den Baggerdammer genau vor mir, genau in Richtung des Arms hängen zu haben. Jetzt löffel ich mir, also zu 90% kann man sagen, wird der Baggerdammer ausgelöffelt. Und das geht auch sehr schnell, weil wir den extra so geformt haben. Der hat also, das wäre ja wesentlich einfacher gewesen vom Bau her, wenn wir den auf 45 Grad konstruiert hätten. Dann habe ich aber, wenn ich mit dem Löffel reingehe, immer so einen Widerstand hinten mit dem Löffelrücken. Deswegen haben wir hier unten nur 30 Grad genommen, dass man schön mit dem Löffel da reinkleiden kann. Dann haben wir ein stabiles Blech, ein S355, früher ST52. Da gibt es durchaus auch Löffelbauer, die benutzen das für Designteile und so weiter. Und dann kann ich mit dem Material nach hinten mit einem Löffel, mit einer Schneide natürlich am günstigsten nach hinten gegen das Blech und habe den Löffel voll. Also es ist ungefähr 90% wird das gelöffelt. Aber man kann das auch auskippen, wenn Reste drin sind oder
wenn ich überhaupt kippen will, hänge ich den Bagger dann mal kurz aus, fahre einen halben Meter zurück, greife mit dem Löffel hier in die Kette rein und hebe einfach an. Dann die federbelastete Kette, Bügel, klappt dann nach hinten, beziehungsweise der Bagger dann mal nach vorne und kippt sich aus. Also der hängt dann senkrecht runter und ist dann komplett leer. Ja, jetzt will ich mal mit so einer mehr aufklären hier über, es gibt viele, die behaupten, ja, das macht den Bagger kaputt, das Laufwerk leidet darunter, das Schild leidet darunter. Absoluter Quatsch, haben wir noch nie gehört von irgendeinem Kunden. Man muss sich nur mal vorstellen, das Schild ist ja in der Lage, sich nach unten so abzustützen, dass es den gesamten Baggergewicht und die Reißkraft des Arms zusammen abstützt. Das ist viel mehr Last, wie der Bagger dann da wiegt. Und deswegen macht das dem Schild schon mal vornherein gar nichts aus. Zu der Kette, zu dem Laufrädern und so weiter ist zu sagen, dass der Baggerdamper das Lenken natürlich sogar erleichtert, weil der Bagger leicht kopflastig wird zum Baggerdamper hin. Dotzt der Baggerdamper jetzt auf den Asphalt auf oder auf Erde oder wo man fährt, dann entlastet er das sofort. Aber so geschmeidig will ich mal sagen, dass es keine ruckartigen Bewegungen gibt. Deswegen ist er auch unten flach gebaut. Wir können auch Staplerschuhe drunter schweißen, wenn das gewünscht wird. Das ist aber für das Gelände untauglich oder weniger tauglich. Und wenn man jetzt mal überlegt, man hat eine Palette, irgendein schweres Gewicht vorne am Lasthaken am Bagger mit einer Kette, mit Hebegurten, dann pendelt das. Das gibt eine dynamische Last. Das ist eine viel stärkere Belastung für die Kette, für die Laufwerke, wie es ein Baggerdamper ist. Ja. Ja, man kann da einiges Schönes noch mit anstellen. Zum Beispiel gibt es auch Firmen, die haben den 1500er auf dem Abroller drauf, hinten drauf, festgezurrt. Die fahren bei der Betonmischanlage unter den Schnorchel, lassen sich den Beton reinlaufen, rollen das ab, fahren dann mit dem Baggerdamper mit dem Schild dran, mit dem Schild, zack, boom, haben sie dann bis zu 1,5 Kubikmeter Beton am Haken hängen, am Schild. Ja, das war's soweit. Ihr könnt gerne noch Fragen stellen unter der angegebenen Telefonnummer.